Sag ich nochmal, wohin? Wo sind die? Das sind die. Wie viele Personen arbeiten denn hier in der Fabrik? 25 bis 30 Leute. Das ist natürlich auch sehr gewöhnungsbedürftig, das ist klar. Ne? Wenn man da 6 Stunden Feierabend hat, dann will man auch mal was essen, dann will man auch ein bisschen schnacken, ein bisschen Fernsehen gucken. Dann sind das noch 2 Stunden zum Pennen. Und dann muss er wieder 6 Stunden arbeiten und dann geht nach 6 Stunden das Gleiche wieder von vorne los. Und wie lange sind die Reisen? Wir sehen zu, dass 60 Tage wieder im Hafen sind. Das ist unsere Policy seit vielen Jahren jetzt. Ja. Aber es wird ja nicht die ganze Zeit über gefischt, sondern die meiste Zeit. Wenn dann auch die Besatzung per Helikopter abholen, nein, sowas gibt es nicht mehr. Das ist verboten. This is filleting machines. It comes from the bunker. They sort the fish out as best they can. It goes to the fillet machine if we are in fillet. If we are in grey halibut, the fish go just with the conveyors straight to the producing area. Cleaning the halibut and sort it out if it did, and they cut away anything from the fillet, they don't like anything. And after that, it goes to the barrel grater. We grate all the fish, so we weigh the fish, so we know. Was hier funktioniert, müssen Sie ja Peter fragen, das habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur eins, das sind die Froster. And freeze it. When the pan is ready, they take it out of the other side to the vacuum. And they just drive the vacuum back and forward. Wo sind wir jetzt hier? Das ist der Fischmehlbunker. Fischmehlbunker. Und hier habt ihr früher Fischmehl auch produziert? Ich arbeite und das einmal ist ja vorher ausgebrochen. Ja. Ja. Ein Schwerbrand. Das war alles rausholen. Oha, oha. Und wie viel passt ihr hier rein? 5000 Zentner. 5000 Zentner.